von der Kirchentagsredaktion. Ich stehe hier mit Philipp von Sanity, einer Metal-Rock-Band. Erzähl doch mal, ihr habt hier gerade in der Kirche gespielt. Wie war das für dich? Also es war überwältigend schön. Mit Sanity haben wir die Offenbarung vertont, Buch der Bibel. Und wenn man das in der Kirche aufführen kann, ey, das ist Wahnsinn, das ist einfach herrlich. Ich muss auch sagen, verdammt, also Kompliment, es war ja so viel los. Meinst du, wenn das jetzt so, wie ihr das macht, wenn so ein Gottesdienst gestaltet werden würde, ich meine, es waren total viele junge Leute da, meinst du, es käme so mal wieder besser an Kirche und Gottesdienste? Also ich glaube, dass man im Gottesdienst noch was anderes sich überlegen muss, weil die Menschen halt im Gottesdienst was anderes erwarten und da ist das nicht die Zielgruppe. Wenn man bewusst einlädt, wie wir heute, symphonischer Metal-Offenbarung des Johannes ultra hart und dann sagt, wir machen eine Anbetungszeit, könnte klappen, dann holt man sich das Publikum ran. Aber so allgemein für einen Gottesdienst weiß ich auch, für die Masse ist das nichts. Aber wir haben die Kirche vollgekriegt. Also insofern, wenn man eine Zielgruppe einlädt, könnte es klappen. Heaven Radio.